Also, dass dann natürlich irgendwann die Bombe platzte, das war eigentlich abzusehen. Lernt man den kennen, man lernt die kennen, die können einem wiederum weiterhelfen. Von einer Bagatelle aus gerät das Ganze außer Kontrolle einfach. Wie ein Schneeball, wie eine Lawine. Wie eine Lawine. Und die kam ja dann. Und hat uns da alle mitgerissen, ne? Klar fällt mir das nicht einfach, darüber zu sprechen. So viele Jahre lang unterwegs, 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 ja. Aber man muss natürlich schon sehen, dass Hauke da maßgeblich daran beteiligt war, dass ich in diese ganze Geschichte hineingerutscht bin, ne? Der Hauke, der fing halt früh mit verschiedenen Sachen an. Und auf einmal war der Hauke ein ganz anderer. Ne? Wird es da eine Entwicklungsphase gegeben haben, aber die habe ich dann so nicht mitgekriegt. Wenn eben einmal der Schneeball anfängt zu rollen, ja, und dann wird die Kugel immer größer, ja, dann kann sich auch kein Skilehrer dahinstellen und die Kugel aufhalten, sodass keine Lawine, so ein Riesenschneeball, eine Riesenkugel da auf sie zukommt. Also es hat mich getroffen, das hat mich mitgezogen und wie gesagt, Hauke, der hat quasi, wenn man so will, den ersten Schneeball geformt. Und hat ihn ins Rollen gebracht. Und ich muss zugeben, dass er noch nicht lange gerollt hat, dass ich mich dann da direkt auch angeschlossen habe. Wie so ein Pappenschnee, der dann dazukommt und den Ball immer größer war, war ich halt ganz am Anfang da und habe dafür gesorgt, dass das Ding dann zu einem riesen fetten Batzen geworden ist. Wir haben halt nicht drüber nachgedacht. So lief es dann eben, ne? Wir waren halt eine Zeit lang schon gut füreinander da. Hauke und ich eben. Das war früher in der Schule, haben alle immer gesagt, Hauke und du, Hauke und du. Hauke, Hauke, Popauke. Und dann entwickelten sich diese Dispute auf einmal wirklich zu regelrechten Fights. Dann war er irgendwann weg. Wir haben ja quasi mehr oder weniger mit 398 Leuten den Hauke gesucht. Alle waren unterwegs, alle, wir haben eigentlich alles abgesucht. Fußgängerzonen, wir haben die Autobahn observiert, ja, wir sind da regelrecht Streife gefahren. In den einschlägigen Szenen haben wir natürlich auch gesucht, aber wir waren ja auch Getriebene, weil wir wussten ja nicht, was Hauke vorhat. Wir wussten ja nicht, welches Spiel er spielt. Wir hatten ja auch ihre anderen Kreise. Die waren natürlich auch hinter mir her. Hauke war einfach ein Schlitzohr. Ein Schlitzohr, ein Gauner, ein Tunichtgut, ein Babsack. Der war Aperarsch. Der war eine Halfjahange, der war durchtrieben, der war einfach mit allen Wassern gewaschen und eine linke Bazille. Ich finde schon, dass der Vergleich sehr weit hergeholt ist. Aber zu mir kam schon jemand und meinte, da hat Hauke und du ja echt eine Atombombe gebaut. Und das mag vielleicht keiner, das mag wahrscheinlich keiner uns so zugetraut haben, aber dass wir diese Atombombe dann auch tatsächlich zünden, werfen und dann einfach mal sehen, was passiert, damit hätte so keiner gerechnet. Aber da haben wir es einfach schon mal den Leuten gezeigt, weil irgendwann, da ist immer das erste Mal und plötzlich sehen einen alle mit anderen Augen an. Hauke.
sag, wo du bist. Hauke, es war eine harte Zeit, doch jetzt bin ich bereit für Versöhnung. Hauke, Hauke, bitte melde dich, bitte gib doch Bescheid. Hauke, es war eine harte Zeit, doch jetzt bin ich bereit für Versöhnung.